Hallo zusammen zu einer neuen Folge Core Keeper. Wir haben in der letzten Folge mal versucht, schnell voranzukommen. Ich versuche immer noch schnell eine Zwille zu finden. Und habe das Problem, dass mein Gear kaputt ist, da wir hier schon ein bisschen weiter weg sind. Deshalb hatte ich mir jetzt ein Crafting Table hingestellt. Dann bräuchte aber eigentlich auch was zum Reparieren, aber da bräuchte ich Kupfer. Wenn ich schmelzen kann, baue ich einen Ofen. Hier bestimmt Kupfer, oder? Naja. Nur 79. Also hier ist der Blob-Gegner. Oder was hier? Hier sogar. Ja. Oder da. Da oder da. Ja. Da oben geht es dann auch zum nächsten Gegner. Der ist links oben, der ist stark. Und für den Blob bräuchte ich eine Firmenwaffe, die mir noch fehlt. Ich sollte etwas essen. Natürlich auch machen könnte angeln. Könnte ich. Ja, 15 Kupferbahnen, da können wir doch schon mal ein bisschen was mit anfangen. Platz mehr jetzt für anderes. Jo. Hey, war das denn hingepackt? Ich habe Shift gedrückt, hat es weggeschmissen. Nein, um Gottes Willen, ich habe schon gedacht. Zum Glück nicht. Stimmt das nicht mehr oder was? Ich bin zu blöd. N? Oder M? Nein, was ist das denn? Ach, die Krolle, ich denke schon. Hand. Ja, warum nimmt er die Hand nicht? Kann ich sie nicht nehmen? Naja. Sieht nicht so ganz schlau aus. Scrap überhaupt. So Reste von alten Sachen. Gab es ein Holz. Das gab es Kupfer. Nun gut, also lohnt es doch jetzt mehr. Haben sie das geändert? Haben sie Scrap weggemacht oder was?
Also ich brauche ja nicht Dings, sondern... Ja, die besseren Sachen dann... Ja, Mining Damage, interessant. Muss er das oder gleich? Das wäre dann noch. Ja. Warum heilt es jetzt nicht? Hallo? Andere heilt gar nicht, oder was? Es gibt nur Nahrung. Okay.
nichts dabei. Könnt ja mal ein Artefakt droppen oder so, wäre ganz nett. Wir können mal schauen mit Angeln, was da so geht. Das ist natürlich halt auch nicht so aufregend, das Angeln, ne? Ja, das reicht erstmal. Und hier haben wir die Zwille, perfekt. Die habe ich gebraucht. Schon hat sich's gelohnt. Ihr habt gesehen, hier ist jetzt. Was ist das? Und Wut. Hier. Damit können wir jetzt auch Gegner aus der Distanz abschießen. Das ist natürlich perfekt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, der tut halt auch reinhauen, echt, hä. Was ist das? Kristallskallscharf? Das habe ich auch nicht gesehen. Scheint Teil eines Schädels zu sein, eines Kristallschädels. Irgendwie will der aber nicht kaputt gehen. Es kann natürlich sein, dass er sich immer voll regeneriert, solange er nicht direkt im Kampf ist, oder? Aber ich kann damit trainieren.
Das ist mein Trainings-Kobold. Oder was immer er auch ist. Gut. Ein bisschen aufstacheln. Ihr seht, jetzt ist halt schon die Hälfte runtergerockt. Muss man gleich mal reparieren. Da kommt mir gleich einer entgegen. Da muss ich aufpassen. Jetzt. Ihr seht, meine Rüstung ist jetzt beschädigt, die muss ich jetzt reparieren. Was gibt das? Kenne ich selber noch nicht. Die Kombi. Bin mal gespannt. Habe ich bis jetzt nicht gekocht. Oh, Mushy Berry Pudding. Ach, das verbraucht jetzt direkt das Material. Okay, das haben die geändert. Da vorne ist immer Scrap Parts. Jetzt muss man es so machen. Na, von mir aus. Sparen.
überall schon in dem Bereich. Wenn das hier so glänzt, dann sind hier spezielle oder wertvollere Fische, die Wahrscheinlichkeit höher, dass es bessere Fische gibt, vielleicht. Ja, ist klar. Kann ja gar nicht machen. Auch nicht so wichtig. Ah, mit der Fackel deckt man dementsprechend auch echt besser auf. Okay. War mir nicht so bewusst. Das ist viel Zinn. Zinn brauche ich. Die Baumsamen finde ich nicht so wichtig. Ja, ich kann noch mal liegen. Und wieder zu unserer Base zurück und gucken kurz, was wir einlagern können, was ich kochen kann.
So, hier einfach ein bisschen Zeug herstellen. Ich wollte aber erst das mal verbrauchen. Und kann ich es dann auch gleich anmachen. Schauen wir mal, dass wir den Boss mal angehen. Ja, das Eisen hier, das zieht mich doch magisch an. Da muss ich doch mal gucken, was zu holen gibt. Na klar, das ist jetzt hier Pickaxe verreckt. Ist der Raum mit dem Blob. Ja, möglichst weit weg. Wir sehen, es bebt schon. War das hier möglich oder war das sogar oben? In Bewegung bleiben die ganze Zeit. Ey. Massiv. Oh, scheiße. Ah, scheiße.
ich hätte mir aufräumen müssen. Das ist nicht gut. Jetzt liegt die Leiche nämlich genau dort. Wobei wir unsere Items wechseln haben. Und ich bin an meiner Base gespawnt. Mach ich gleich Essen mitnehmen wieder mehr. Tja, da habe ich halt nichts in der Richtung rein, ne? Schlecht. Stacheldingern soll ich die nicht schrotten lassen. Das war nicht so gut. Jetzt haben wir einen kleinen Buff durchs Essen. Hat doch gleich einen Bus getroffen, war ja klar. Werkzeug kaputt. Die Waffe ist am Arsch. Schlecht. Die dürfte jetzt halt ja auf keinen Fall hier irgendwie zerlegen. Sondern immer reparieren, ja. Jetzt haben wir mal kein Eisen da. Hier nicht gerade, oder? Weil ich alles mit unten habe. Edelsteine. Da sind wir halt nah am Blob, gell? Hier haben wir die weitere Base. Dann könnten wir hier durch. Machen wir jetzt.
weitere Erze länger, also weiter, oder Chance mehr Erze zu kriegen. Ja. Schneller rennen. So, Nahkampf. Mehr Leben. Sonst haben wir nichts. Okay. Ein bisschen mehr Essen am Start. Eine Werkbank könnten wir hier bauen. Wood und Zinn. Ja, mit unserer erweiterten Crafting Station hier kann man schon ein bisschen mehr bauen, wie ich sehe. Wir können hier Railway und so. Oh, jetzt wird es natürlich interessant. Okay, ich sehe schon. Unser Holz. Halt nur 16. Was benutzen wir das am besten? Also eigentlich sollten wir den Amboss bauen. Würde ich mal schwer empfehlen. Boah, krass. Ja, das ist auch plus 74 Fishing. Geh ja. Und der Rucksack ist natürlich cool. Das sollten wir uns aber auch noch aufheben.
Oh, wo kommst du her, ey? Sand bräuchten sie halt auch noch. Hab ich so im Gefühl.
Jetzt ist meine Waffe gleich kaputt, ey. Ja, klar. Nein, das hat er jetzt gemacht. Oh, danke. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Den Kochtopf. Ärgerlich, dass jetzt dass das nicht gereicht hat, ja. Ach nö, jetzt habe ich wieder kein Eisenerz da. Ach, Rotz. Ich mal da reingucken soll vielleicht. Guten Morgen. Ja, ja. So, und wir versuchen es nochmal. Nein, auf den letzten Meter. Ärgerlich.
Jetzt ist alles weg, oder was? Och, Mann. Ich krieg noch eine Föhne. Ach, nee. Ja, lauf halt auch, echt, du. Bob. Ja, muss er das nicht. Boah, jetzt haben wir ihn endlich. Boah, war das knapp. Uhu. Boah. Ich hab's ja schon mit dem anderen Stand geschafft, aber ich wollte es euch auch zeigen. So. Und vor allem jetzt ohne Rüstung. So, wir haben hier ein paar nette Sachen, nämlich Glurch Eye und Slime Oil. Und auch noch was Cooles, wir haben diesen netten. Was ist denn ein Miner, der zu uns kommt, wenn wir ihm was Nettes geben? Beziehungsweise hier dieses Bartöl bei ihm, bei uns aufbauen, dann kommt er zu uns nach Hause und wohnt bei uns. Ja, yeah, damit haben wir diesen Gegner geschafft. Genau das wollte ich doch. Jetzt sammle ich nochmal den Rest ein. Die Kiste natürlich sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Kann ich auch mitnehmen. Sollte vielleicht auch eine gescheite Waffe nehmen. Ja. Jetzt haben wir ja eine coole Truhe. Eine richtig nette aussehende. Und wir haben zum Glück jetzt endlich alle unsere Sachen wieder. Was bauen wir denn nicht? Was ist ein bisschen unwichtiger? Wand. War noch, ah, da ist noch Werkzeug. Also. Dirt Wall. Ja, das ist mir jetzt auch egal. So schön, der läuft jetzt hier rum, der Kollege. Ihr habt gesehen, mit Rumkiten geht es doch am besten. Also ich habe es auch eigentlich ein bisschen geschafft, den immer wieder reinzuziehen, aber das Rumkiten ist am besten. Und in den Bereich. So, jetzt haben wir nämlich auch diesen Stein. Den Stein können wir dann auch einsetzen. Na, jetzt gibt es ja doch Scrap Parts. Na, muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Und denn? Na, falsche Baustelle. Das wollte ich nicht. Nein, was machst du denn? Nicht Bude kaputt machen. Ich wollte hier das Bartöl hinmachen.
Eigentlich hätte ich gern noch mehr Fackeln. Die Small Laternen haben wir ja, aber die gibt halt nicht so viel Buff, so viel Licht. Wenn wir Shift gedrückt halten, können wir immer die Fackel anmachen. So, und jetzt aber schnell noch zum Core, damit ich euch zeige, wie das sich das verhält, wenn wir den Core einen Stein in den Core setzen. Und ich meine, das ist. Ne, Hive Mother ist es nicht. Hier, das ist der gelutschte Ammonius. Ammonius Maß. Ja. So heißt der Gute. Und dann setzen wir das hier ein und es werden Sachen geunlockt. Wir können sein krasses Nahkampfschwert herstellen, wenn wir die Materialien haben: 8 Kupfer, 8 Zinn und 15 Schleim. Hier brauchen wir 5 Steine und Mechanical Parts. Dann können wir nach der Hive Mother scannen. Und hier können wir nach Gorm the Endeavorer scannen mit den gleichen Zutaten. Jo. Also damit haben wir schon eine kleine nette Waffe freigeschaltet, die wir sonst so nicht haben. Weil unser Schwert macht 39 bis 47. 2,5 DPS. Also Damage per Second. Schaden pro Sekunde, das heißt, da ist die jetzt schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Also 78 bis 94, aber auch nur 2,5 pro Sekunde, aber tut auch den Gegner um 41% für 4 Sekunden ausbremsen. Ja. Die Bewegungsgeschwindigkeit, ja, das ist natürlich nicht schlecht. Vorteil gerade für Bossfights wahrscheinlich, ja. Könnte Sinn machen, so ein bisschen. Hier bulle ich mich noch schnell hin, da es mich so anlacht. Kupfer. So, in dem Sinne sind wir hier aber auch durch für heute. Das, was ich euch zeigen wollte, in der nächsten Folge gucke ich, dass ich doch die Hive Mother oder den Deborah Gorm the Devourer hier finde und erlege. Also ich habe vorhin schon gehört, da geht einer hier drumherum im Kreis und der macht auch so Erdbeben. Das glaubt er. Habe ich bis jetzt mich aber noch nicht an ihm probiert. Das werden wir auch in der nächsten Folge schauen. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.